Sogar vor mir. Ich sehe das erst später. Aktualisieren? Skandal im Sperrbezirk, würde ich mal sagen. Wenn ihr den falschen Sprung nicht machen wollt. Ich habe ich aber auch nur den falschen Na, Sprung. Nee, ist machen egal. machen So, wir sonst die mach mal. Büste. Oh, es war gerade doof, dass überall da nur falsche Spuren angezeigt Mach mal die wurden. Brüste. Ordentliche Brüste. Ficken. Ups, Wo was hast ist du denn da verkackt? für ein Fehler? Die ist keine Österreicherin, da ist mir ein Wo hast Fehler du auf. verkackt, Kenny? Ich bin Und einfach jetzt? nicht gelandet. Ich bin einfach vorher vor dem Ding gelandet. Okay. Wenn du nicht in dem Zielpunkt irgendwo Kreis. landest, dann ja, kriegst du nichts. Das Spiel ist aber etwas streng. Die SM-Methode, Herr Beißler. Lernen durch Schmerz. Ruf mich an. Interessant, was der Joker noch kennt. Sichi. Läuft die Werbung überhaupt heute noch? Ich glaube, die haben gar kein Geld mehr für so eine Werbung, oder? Ist was auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe den Fallschirm zu früh aufgemacht. Aber auf Kabel 1 kommt ja Copa America, da habe ich keine Zeit für eine Sexwerbung zu schalten im Moment. Hab den Fallschirm zu spät aufgemacht. Ich weiß noch nicht, wo ich bin. Das Den ist ersten meine Checkpoint. Also da Orientierungsphase. würde ich mal sagen, das fängt gut an, wenn der Kenny jetzt schon nicht weiß, wo er ist. Das ist eine gute Voraussetzung, um das Match heute noch zu gewinnen. Match? Matsch. Boah, der erste Punkt ist echt mies. Wenn ich da ohne Fallschirm abstürze, bin ich Matsch. Genau, und dann gewünsch es. Gwünsch. Ich Dann merke schon, dünnsches. also ich merke schon, ihr habt verstanden, was ich damit sagen will. Oh, Also, ficken! ich habe ihr nur lernt Dünnschiss schnell verstanden. Schweizerdeutsch, das merke ich schon. Es gefällt mir sehr gut, dass ihr das schon sehr gut verinnerlicht habt. Ja, und dann Dünnschiss. Nein! Es ist Oh auch Mann! einfach eine geile Sprache, Schweizerdeutsch. Da gibt's Voll nichts zu dünnen. Titeljoker. Was ficken? Dünnschiss. Oh ne, oh, Dünnschiss, oh, das ist ekelhaft. Ja, hab ich schon mal gehabt, Dünnschiss. Ah, das Würde ist ich auch einfach. noch Oh, fressen. aber ne, weil das ist ja ekelhaft. Also Dünnschiss, oh, also wenn das Da schon mal. rumt's aber immer so schön hinten aussieht. Also wer das schon mal gehabt hätte, der weiß, also es gibt nichts ekelhafteres wie ein Schiss. Ordentlich Also ein das ist. Dünnschiss. Mayonnaise am Pappaufsteller. Das war Zigeunersoße, haben wir gerade gelernt. Und Bautzner Senf, gell, Kenny war's? Ja. Bautzner Senf. Das muss man immer erwähnen. Die Killer-Kombo. Schade, dass es kein Tomi Zigeuner, Senf war, ja. Das ist ungerechnet Bautzner Senf ich glaube, sein die müssen. Tuben wären nicht so schnell kaputt gegangen. Genau, deswegen Die meine ich Eimer. ja. Es wäre besser gewesen, wenn es ein Tomi Senf gewesen ist. Alter, Aber ich der Kenny weiß ja, an wen er sich da wenden muss. bin so schlecht hier drin, An ey, den Herrn Bautzner. Mann! Was ist mit Bautzner Valvo? Der Herr Bautzner, oder? An den muss man sich wenden. Der hilft dann weiter. Der Audio Senf Update wird auf der aber bei Karte. uns auch verkauft. Also nicht bei uns in dem Geschäft, wo ich arbeite, aber in der Region bei uns wird er auch verkauft. Alter, ich verpasse jeden Shit. Valvo, concentrate, contact, keep focus. Wir müssen auch mal Boxenfunk einbauen, das ist doch langweilig. Also, das ist doch langweilig, da müssen ein bisschen Boxenfunk nü. Das ist doch langweilig. Ich habe immer noch das Schweiz-Trikot an, ich muss echt sagen, das steht mir auch perfekt. Oh, Also. Joker, hallo, hallo. Also liebe Leute, ich könnte fast drin schlafen in dem Schweiz-Trikot, weil das so perfekt sitzt, das muss ich mal echt sagen. Mach doch, mach doch. Da kommt der Valvo. Ja. Valvo hat's aber nicht gut gemacht. Nee, nee. Wo bist du denn gelandet? 175 Punkte, ey. Das ging gar nicht. 175 Punkte, da hast du schon Oh. mehr wie manch einer beim Song Contest, Joker. Der 3250 Dollar. Das hat sich aber gelohnt. Deutschland zum Beispiel. Unter anderem, ja. Ich hab Das doch können wir an Snack der Stelle essen, leider ey. auch mal ganz ehrlich ansprechen, ne? Das ist einfach eine Schande gewesen, aber die Schweiz ist schon immer bis ins Finale gekommen. Ist ja auch nicht besser. Boah, nur Fallschirm oder was?
Guck mal, vielleicht kommt noch irgendwas. Weil wo sogar die Engländer waren wieder mal nur zwei Plätze besser wie die Deutsche, gell? Da lachst du doch immer gern drüber, dass die Zahlen für den letzten Platz. Mhm. Wie auf die Deutschen. Ja, irgendeiner muss ja bezahlen für die Scheiße. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel Blinke, Blinke? Wer hat so viel Geld? Schau mal an rechts, ist da nicht das? Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Nee. Wer hat so viel Blinke, Blinke? Holland hat Geld, ja. Yeah. Unten rechts habe ich Online-Bestenliste beenden und starten. Oder was meinst du, Kenny? Unten rechts von deinem Charakter, neben dem Fuß. Ein Fuß? Ich hab sogar einen Fuß. Ich glaub, der eine Spieler von Österreich ist von Leicester City, gell? Der Fuchs. Der Fuß. Ja. Der hat sogar einen Fuchs. Der war ja auch mal, glaube ich, in Schalke. War der nicht auch mal in Mainz? Ne, in Mainz war der Baumgartlinger. War in Mainz. Regenbogenpresse. Fresse. Regenbogenpresse, okay, also die sind schwul und lesbisch. Nehme ich da jetzt heraus. Mein Fallschirm, ja. Ah, ich bin ja so schwul. Und lesbisch. Ja. Und geil. Hier auf der Line. Hold the line. Oh. Peter sometimes. Oh, 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 oh. The line. Du, 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 du. Love is always on time. Ooh, yeah. Toto war das, oder? Ja. Toto die Wolf. Nein, die Band hieß Toto. Die hat nichts mit Toto Wolf zu tun. Gibt der Niki auch? Ich bin ein bayerisches Gaugel. Das ist auch der Niki Lauder, glaube ich. Juhu! Toto und Niki. Da hat mein Vater mal so eine CD gehabt von der. Und auf der CD war Titel Nummer 1: Ich bin dabei, Rinus Kaugel. Aber wie es weiterging, weiß ich nicht mehr. Ist ja jetzt auch unwichtig. Wenn ich das jetzt mal auf Schweizerdeutsch denke: Ich bin der Schweizerische Kaugel. Ich hab die größte Hits. Die größte Ocken. Ah, ficken! Und das haben manche in unserem Geschäft auch. Ficken oder Ocken? Ocken. Oh, mal gucken, ob's reicht. Ja, da müsste ich sie anfassen, du. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, ob's... Aber ihr habt gesehen, da wurde Zuschauer, die Zuschauer denken eh schon, was ist das hier für eine bescheuerte Runde. Aber das sind sie eigentlich auch schon gewohnt, wenn sie schon frühere Videos gesehen haben. Ja, auch fuck ist man da gewohnt. Ihr habt dabei gesehen, dass als der rote Ring da kam, dass ihr da hättet den Fallschirm zumachen können, um nach unten. Ja, habe ich gemacht, aber ich habe sofort den Fallschirm wieder aufgemacht, weil ich nicht wusste, wohin. Und dann muss ich rumtrudeln. Los, Weibe, du schaffst das. Oh, the line. Du, 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 du. Ja, ja, und jetzt. Oh, 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 schön. No, no, no. Und jetzt noch wie so ein Bodenton, also. Ja! 160 Punkte. Wieso nur Dritter, ey? Weil das war genau eine Punktlandung. Ja, aber du hast den beim Rest, bei den restlichen Punkten hast du nicht genug gesammelt. Ach. Ach, das ist eine gute Idee, mal das Fahrerlynup jetzt mal raus zu screenshotten. Auch 160, what the fuck, nur weil du schneller warst. Ja. Diese Abwechslung. Ansonsten müssen wir erstmal kurz wieder einen freien Modus entziehen. Oder wir machen jetzt die Seetour, das ist ein Motorradrennen. Und dann von da aus wieder zu irgendwelchen Rennen, die dann da sind. Rennen. Erster Renngang. Also ihr merkt, wir sind heute sehr viel in der Luft unterwegs. Jetzt vom. Jetzt stürzt mal ab. Aber ich denke, das macht ja eben der Reiz aus, dass man viel in der Luft ist und. Frische Luft. Ich genauso. Frische Luft ist eh gesund. Bitte nicht, du hast so viel Schock gegessen. Einfach auch gar kein Grund, dass man eben sagt, das ist nicht so toll oder das ist beschissen, aber ich denke mal, so ist okay. Oder nein!
Das klingt aber eher wie so eine Telefon-Hotline. Das Lied könnte man da so einspielen bei so einer Sexwerbung. Sie zahlen jetzt 20 Euro pro Minute. Vielen Dank. Na, rufst du an, dann wirst du abgezockt von denen, aber das kennt man ja. Also alles besser ist, ach, unser Anruf ist uns, Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Wir geben uns besonders schnell Mühe, dass wir Sie servicieren können. Was man halt sonst normalerweise immer hört. Und Telefonmusik, wenn man irgendwo bis auf ein A ruft, da hört man ja immer so eine Telefonmusik. Wie er mal rüberzieht. Hat euch mein Motorrad doch überholt? Solange es der Reifen nicht war, der schneller war wie die alle anderen. Marcel ist reif. Alter! Der ist nicht mehr reif, der hat aufgehört. Oh! Oh fuck, Alter, aua. Dann mal Kenny eine coole Seite gehabt. Marcel minus ist minus reif.de. Das könnte. Der Seite kannst du Fußballspieler live mit kommentieren. Ja, die kenne ich. Die ist super. Die ist super. Sollte ich mir noch einen Account machen und dann mal meine Schweizer Kenntnisse zu Vorschein bringen, weil die sind ja exzellent, wie wir wissen. Das könnte ein Thumbnail werden, Kenny, so wie du da entlagst. Ah, wie ich den Abflug da gemacht habe, ey. Nehmt euch ein Zimmer. Was doch gar nicht dabei. Am besten war ja der Race 07 Abflug vom Canyon Nordschleife. Den toppt niemand so schnell. Hoppudelei! Bitte! Aber du! Montero, Alter! Also legendär. Ja, da hat sich letztes Gehirnzellen rausgeschleudert. Der Abflug von, wo war das denn? War es Marrakesch, wo ich da diesen Seitensalto gemacht habe, über 20.000 Umdrehungen? Ja. Das Ball, wo man es speziell noch hinten dran geschnitten hat an einer Folge. Achso, das. Oh, das ist ja auch schon lang her, gell? Ja. Bist du da nicht irgendwo in der. Also das Marrakesch kenne ich, haben sie ja mittlerweile umgebaut, gell? Das ist jetzt eine ganz andere Strecke. Ja. Wo sie dieses Jahr gefahren sind in der WTCC, ist komplett neu. Oh, aber die alte war schon gut. Vorsicht, vor der Inkurve, die führt ins Wasser. Die alte war schon gut. Diese hier, ach so. Ich weiß doch, als wir die zum ersten Mal gefahren sind, ist der Valvo nämlich voll drin gedübelt. Nee, der Valvo voll, aua. Du bist drin. Und schau dir mal, wie schadenfroh, das gefällt den anderen natürlich wieder. Echt, das ist voll gemein. Oh. Ich denke, da schaut man mal auf die Analyse. Voll gemein. Dann schaut man mal an, wie das stand. Das ist ja so gemein. Oh. Jetzt aber. Naja, ich hab einen, der war um die Ecke, den habe ich voll niedergelöffelt. In seinem Quart. In Löffelchen. Den hat er niedergelöffelt. Alvo mag die Löffelchen. Niedergelöffelt hat er den. Joker interessiert was, Valvo mal. Doof. Joker-like. Facebook-Status von Valvo. Facebook-Status von Valvo. Löffelt. Valvorik hat gelöffelt. Sollte ich echt mal machen. Mal schauen, was so zurückkommt. Löffeln. Mahlzeit. Ja du, da kommt bestimmt irgendwelche Angebote von weibliche Freunde, die du da in der Facebook-Liste hast, wenn du welche hast. Ich auch mal löffeln. Ja genau, sowas kommt dann da. Ich hab auch noch einen Löffel ab zum Putzen. Das FSK 18 Schild steht schon bereit. FSK 18 Löffel. Der ganz große Löffel. Nur für die Volljährigen. Nur für die Hasen unter uns. Boah. Und dann haut das weg, der Valvo. Voll ans Schild. Gewichst. Da fängt an zu regnen, da weint der Himmel. Gut. Schild gewichst an. Ja, jetzt sind wir tatsächlich auf dem Niveau angekommen. Valvo mag Löffelchen und Schild. Schildwichse. Und da hupt er wieder.
Ja, irgendeine Folge heißt auf jeden Fall Hold the Line. Mit seinen Tennissocken im Badeschlappen, Alter. Beste. Boah, 6690, 69. Ich habe überlegt, euch Cowboy-Stiefel holen, aber irgendwie sind die Tennissocken noch nicht, Alter. Ich hab da was gefunden. Hier, Joey Löw für dich. Hast du gerade noch so süß gezwinkert? Was du so alles siehst.